Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Ja, und wir haben eine neue Insel gefunden mit neuen Tieren. Daniro, möchtest du sagen, um was für ein Tier es sich handelt? Ich meine, man kann es gleich eigentlich schon sehen. Okay, jetzt sieht man es nicht, aber wir haben es schon gesehen vom Weiten. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um Bären. Ja, na gut, machen wir uns auf. Auf geht's. Gut, sieht aus wie Kanada. Let's irgendwie. Go. Ja, ich hoffe, wir sind nicht zu weit. Aber. Ja, wo schon. Na klar, natürlich. Vielleicht hätte ich mir Heilsam. Na, also, ich sehe ihn schon. Ich hab den Bär gesehen. Aber ich habe vergessen, mir Pfeile herzustellen. Egal. Ah, er kommt schon auf mich los. Sehr. Ah, sehr blöder Moment, dass mein Spiel so zeitverzögert ist. Oh mein Gott, ich schieße die ganze Zeit einen Pfeil. Ich hab. Okay, er ist tot. Yes, ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit. Gib her. So, guck mal, einen Bärenkopf. Ja, ich hab einen Bärenkopf. Ich hab einen Bärenkopf. Warte, ich setze ihn mir auf. Setz ihn auf für mich. Warte, ich setze ihn auf für dich. Moment. Wie sehe ich aus? Okay, sehr gut. Okay, wir haben tatsächlich das erste neue Tier getötet, und zwar Bären. Ja, guck mal, was es ja noch so gibt, ne? Okay. Sieht nicht so groß aus, die Insel, aber... Ne, sieht wirklich nicht groß aus, aber es ist zumindest eine neue Insel, weil die Bäume hier, die kann man hier nicht fällen, tatsächlich. Oh, kann man nicht? Ne, also die weißen Bäume kann man hier auch nicht fällen. Warte mal, hier. Was es hier so alles gibt. Ja, man, Handelsposten. Ich sehe Bienen. Ich sehe Bienen. Hast du dein Netz dabei? Habe ich dabei. Wo bist du? Hier oben. Kann man die einfach so da. Na, scheiße. Scheiße, wo ist mein Netz? Wo ist mein Netz? Wo bist du? Wo bist du? Hier ist auch noch ein Lama. Ja. Oh, ist klar, wenn es hier auf Bären gibt, dann gibt es natürlich hier auch Bienen, ne? Ja. Aber da siehst du, ich sehe zwei Schwärme. Kannst einfach so auf die losgehen und die einfangen? Versuch's. Pass auf, sei bloß vorsichtig. Ich schieße mit einem Pfeil ab. Nein. Boah, was ist dieses blöde. Eine blöde Maus, ey. Ich tue mal aus Versehen ein. Schießen. So, gehen die überhaupt auf uns los? Was sagt ihr? Honigwabe. Oh. Aua, ich habe Bienenglas. Und ich habe eine Honigwabe. Aua. Oh, den Baum kann man ja abhören. Planke. Aber ich habe Bienengläser. Mein Gott. So, summ. Oh, Birkensamen. Birkensamen? Und diese Dinger kannst du auch nehmen. Honigwaben. Honig warm, wo sind die? Ich sehe keine. Sieht aus wie so Pilze irgendwie. Die sind am Boden. So, kannst du noch mehr einfangen? Ich sehe keine mehr. Bienen? Hier sind noch welche unten. Wo? Ja? Ja, die sind hier unten. Kannst du bestimmt erreichen. Schnapp sie dir. Oh. So, Gott. Na, verstehe ich, wieso ich teilweise das Netz nicht schwingen kann. So. Nein, ich muss einmal ganz kurz. Bienengläser. Nochmal mal vier. Ich muss einmal ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz weg. Das ist. Das nicht mehr viel Leben. Aua. Schon wieder nicht. Aua. Alter, ich krieg die Scheiße nicht eingefangen. Oh Gott, da bin ich wieder. Ja, hi. Willkommen zurück. Ja. Ich krieg diese Kackviecher nicht eingefangen. Wir sind immer noch. Hey, hier liegt eine Kiste. Ich nehme sie mit. Birkensamen, den kann man doch bestimmt hier... Ah, da! Honigwabe!
Ja, ja. Ja, ich habe 3 Honigwaben. Nice. Aber die da oben komme ich nicht ran. Die kommen auch nicht auf mich zu. Die greifen mich auch nicht an. Was ist das denn hier? Aber das Schöne dabei ist, wir haben jetzt auf jeden Fall einige Bienen. Oh, hier ist ein Container unter Wasser. Ein Container unter Wasser? Aber da ist nichts drin. Schade eigentlich. Oh, ein bisschen Schrott wieder. Ah, hier sind noch Honigwaben, nehme ich mit. Mit yes, wir haben Honig. Ja. Hier, kann zur Herstellung von Honiggläsern verwendet werden. Mhm. Ja, und da ich jetzt auch noch insgesamt 13 Bienengläser habe, summ summ, by the way, summ summ. Summ summ. Ja, summ summ, Bienchen summ herum. Ah, oh, der kann ich abholzen. Pinienzapfen. Pinienzapfen? Nehmen Sie mit. Füge Wasser hinzu, um eine Pinie zu halten. Passt auf eine große Anbaufläche. Alles klar. Yes, ich hab noch mehr Bienchen gefangen. Ich merke auch, die Bäume geben mir viel mehr Planken. Hab ich so ein Gefühl. Ja? Ja, die geben nur Planken, also nicht Palmen, geben keine Palmenblätter oder Kokosnüsse oder so. Die geben irgendwie nur Planken dafür. 1, 3, 4, 5. Yes, 7. Ich hab sie. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Sehr gut. Ich glaube, ich habe so um die. Ich habe um die 23 Bienen gefangen. Sehr gut. Aber ich habe mehr Birken. Aber du bist noch auf der Insel, ne? Ja. Okay. Wo bist du denn gerade, wenn ich fragen darf? Ich habe dich gerade gesehen, glaube ich. Ich bin jetzt gerade beim Handelsposten tatsächlich. Ich bin da, wo diese komische Antenne ist. Eine komische Antenne? Hier ist so eine Antenne hier. Ah, ich sehe sie. Da am Rand. Aber da kann man nichts machen. Das heißt, wir haben gleich erstmal ein neues Zeug, was wir erforschen können. Juhu! Ja. Oh, was hat hier eine Höhle? Ist das eine Höhle? Da haben wir Höhlenpilz und ja. Und noch ein bisschen Dreck. Aber warte, kann ich einsammeln? Ich hab eine Schaufel dabei. Okay. Cool. Neues Zeug. Yes. Hat sich doch gelohnt, auf die Insel zu gehen. Ja, ja. Und meine Schaufel ist kaputt. Oh Gott. Jetzt ist es dunkel. Ich sehe. Jetzt noch ein Bär. Oh Gott. Ist hier noch ein Bär? Ja. Oh Gott, ich komm zurück zur Höhle. Ich gehe zum Floß gerade. Der war direkt hier da. Den Bär müssen wir gleich neu erledigen. Ja, der ist genau da in der Nähe vom Floß. Oh Gott. Ich wollte einfach nur zum Floß und dann hat der Wache geschoben. Da hat der Wache geschoben. Ein Wachbär. So, meine Müllwürfel kann ich auch mal mitnehmen gleich. So, Zeit zum Erkunden. Boom. Boah. Honigwabe erkundet. Dadurch kriegen wir einmal. Hilfe! Honig und Heilsalbe. Aua! Haben wir doch schon. Heilsalbe oder? Haben wir doch schon. Hilfe! Renn einfach an dem vorbei. Ja, ging gerade. Du bist doch. Alter, Stimme dieser scheiß Bär! Ich glaube, ich bin da nicht allein mit dem, mein Gott. Na, die kann man nicht erkennen. Fuck, ich glaube, ich werde sterben. Ja, warum kloppst du dich ja noch alleine mit dem? Ich wollte mich doch gar nicht mit dem kloppen. Ah, ich bin einfach an dem vorbeigelaufen. Ja, aber der hat mich gesehen. Ja, du läufst einfach an dem vorbei. Ach, so, ich bin da. So. So, warte, lass mich auch mal eben erforschen. Ja. Weiß ich, ob du noch mal erforschen kannst. Okay, ja, die Bienen wahrscheinlich, ne? Ja. Daraus können wir uns einen Bienenstock machen. Oh, nice. Wie macht man das? Ich schau mal kurz. Wir können übrigens auch jetzt Heilsalbe mit Honig. Ich glaube, die ist stärker.
Das ist super. Ich schau mal nach. Sind die denn da unter andere? Ton, Scharnier, Birken, 15 Bienengläser. Bienengläser habe ich genug. Okay, wir brauchen Kunststoff, Planken, Ton und Scharnier. Haben wir alles, glaube ich. Wo? Ah, da hier Bienenstock. Nummer nicht gut, um die Bienen um Honig warm zu halten. 20. Haben wir alles erzeugt, glaube ich. Scharniere? Das könnten wir machen. Ja, mach das mal. Okay. Warte mal, noch drum. Honig schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biokraftstoff verwenden. Was? Biokraftstoff? Auf, willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, ich weiß, meine neue Axt. Beim Bolzen. Also, wir machen gleich erst noch den. Wir machen auf jeden Fall gleich noch eben den Bär platt. Ich habe nämlich hier Bärenfleisch. Und ich habe auch noch einmal Metallerz gefunden, tatsächlich. Alter, ich habe gerade ein volles Inventar. Ich muss mal eben ein bisschen sortieren. Ich brauche mal ein paar Federn. Metallpfeile. Ugh. Brauchen wir ja auch Metall für. Ich glaube, ich will mir lieber Steinpfeile herstellen. Ja, warte mal, ich tue mal eben den Schrott, den ich hier habe, mal rein. Da brauche ich auch gar keine Federn für. Nein, und dann tue ich auch mal eben meinen Screecher-Kopf mal eben in meinen Schrank. Weil ich glaube, ich laufe jetzt erst mal für eine Weile mit der Bärenmaske rum. Roar. Mach das. Aber du hast gesagt, steht mir. Ich kümmere mich mal. Ja. Um die Pinienzapfen. Pinienzapfen, hast du die auch schon erforscht? Ja, ich guck noch mal. Das stimmt, und vom Bären bekommt man natürlich auch Leder. So, die Sachen kann man nicht ins erforschen. Mhm. Haben wir denn noch Scharniere? Wir haben noch genügend Scharniere. So, ich bin gleich fertig mit dem Bienenstock. Aha. Fertig. Hast gezeichnet. Jetzt die Frage, wo sollen wir den hinstellen? War ja nicht nur meine Axt. Ja, müssen wir einen Bären gleich auch noch plätten hier. Sollen wir den hier hinstellen, den Bienenstock? Bei den Blumen? Ja, bei den Blumen. Ja, nicht so nah am Wasser am besten. Ja, mach hier irgendwo. So hier? Ja, irgendwo hier. Bitteschön. Oh. Und nun? Ja, jetzt ist die Frage. Ich weiß nicht. Ernten! Was machen wir jetzt damit? Können wir dich gut um die Bienen, um Honig warm zu halten? Ich nehme an, dann kann man dann immer wieder einsammeln. Wahrscheinlich. Nach der Zeit. So. Yay. So. Ich habe mal alle Pinienzapfen hier reingepflanzt. Ich hoffe, wir kriegen wir wieder zurück, wenn wir die ernten. Ja. Ich tue mal den Honig mal mit zu dem Ton. Oh. Aber wo Ton? Wir haben dafür keinen Platz. Ich weiß nämlich nicht, wo wir die Bienengläser und so hin tun sollen. Ich will die jetzt nämlich unnötig mit mir rumschleppen. Ja. Und ich will noch den Bär erledigen. Ja. Na sowieso. Also du brauchst auch noch einen schönen Kopf. Aber wir haben was zum Hinhängen. Irgendwo knabbert jemand. Du knabberst. Du bist der knabbert. So, Birkensamen. Boah, jetzt haben wir neue Bäume! Yeah! Yeah! Boah, wir sind so gut! Wir nennen den Part die Insel der Bären. Ein schöner Abstecher nach Kanada. Warum nach Kanada? Naja, sieht irgendwie aus wie Kanada. Sieht aus wie Kanada. Weil das was ich nämlich eigentlich rausholen wollte. Ich wollte die ganze Zeit den Metallspeer ausrüsten, damit ich mich mit den Bären prügeln kann. Aber ich habe den nie ausgewählt bekommen. Aber hey, noch ein Metallbahn ist fertig. Tue ich auch wieder rein. Also wie Scharniere brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe 20, 40, ich habe 60 Planken gerade bei mir. Mein Gott, ey.
Wow, ich tue mal die Bienengläser mal in diese Kiste da rein. Ein Bienengläser. Bienenglas. Summ, summ. Durch den Honigwaben rein, hier rein, nehme ich an, ne? Den Bären und so. Ja, verstehst du, wegen Bären. So, ich hab mal die Müllwürfel mitgenommen. Na, warte mal, die Dinger muss ich auch noch mitnehmen, die mit Geld. Ach, da hast du den Honig reingetan. Ja gut, okay, ich habe jetzt auch mal mit reingetan. Dann tue ich jetzt mal eben den ganzen Kunststoff da rein. Moment. Oh Gott, ich brauche mal Seile. Ich muss hier gerade so ein bisschen Ordnung schaffen. Aber die Pinienzapfner, hast gesagt, können wir nicht erforschen. Ne. Und die Birkensamen auch nicht. Schade. Okay, Aber können wir wieder rein. Bist du da? Gehen wir wieder rein. Auf geht's. Wir müssen gleich nochmal halt unter Wasser leben, hier mal erkunden, nehme ich an. Ja, das müssen wir auch noch machen. So, da ist der Bär wieder. Den holen wir uns. Den schnappen wir uns. Da kommt er! Oh Gott. Ins Gesicht, aua. Ach, da kommt Schaden, der Kollege. Der macht nicht so viel, so viel Damage tatsächlich. Aber oh, er ist tot. Ah, oh, Killer Bär. Habe ich ein Achievement bekommen. Oh. Rohes Fleisch. Geiles Achievement. Oh, und was ist ein Glut? Ich habe nicht den Kopf bekommen. Hast du ihn aufgenommen? Setz den Kopf auf. Ich habe keinen Kopf bekommen. Hast du ihn bekommen? Ich habe nichts bekommen. Ich habe nicht dran gelootet. Okay, ich habe keinen bekommen. Nein. Echt nicht? Nein. Verdammt. Oder bin ich blind? Nee, ich habe nichts bekommen. Okay. Das ist seltsam. Was überhaupt die? Welche Bäume hier kann man hier überhaupt fällen? Boah, weiß ich nicht. Ich tue hier ist übrigens abchecken. Auch noch ein Lama. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich will einfach alle Bäume abchecken immer. Der hier sieht nach einem Kandidat aus. Nee, es ist nicht der Fall. Also wirklich große ist die Insel hier wirklich nicht. Nö, nö, aber mit neues Zeug hier. Ja, wir haben Bären und wir haben Bienen. Wir müssen gleich mal nochmal in den Forschungstisch mal gucken, was wir da noch so erforschen können. Weil ich glaube mal nicht, dass das hier das Einzige ist, was die Bienen so können. Na ja, okay, ich meine, sie erfüllen ja im Grunde genommen ja einen großen Zweck für die Welt, auch wenn ich sie echt nicht leiden kann. So. So, nein, wir brauchen noch zwei Handelsmünzen. Haben wir doch. Oder hast du die alle mitgenommen? Ich habe alle mitgenommen. Uns fehlen noch zwei. Damn. Ich tue mal kurz Angelköder hier holen. Ja, mach mal. Dann tue ich da mal kurz angeln, um ein paar Dinger davon zu farmen. Weil ich will die Feldflasche mal gucken, ob wir die bekommen können. Das ist eine gute Idee. Ja, so eine Antenne unter Wasser, da ist Schrott. Mein Gott, hier ist eine Menge Schrott unter Wasser. Also an Land scheint hier nichts mehr zu sein, also ich sehe auch keine Bienen mehr. Unter Wasser gibt es hier eine Menge Schrott. Das ist super. Und dann kümmere ich mich gleich. Jetzt kommt gleich so ein Bär und schubst mich von der Klippe, wenn ich am Angeln bin. Ne, ich glaube, hier gab es nur zwei Bären. Oh, warte mal, ich tue hier gerade. Ich merke gerade, ich tue ohne. Verdammt. Ich tue gerade ohne Köder hier. Angel. Dann kriege ich doch gar keine von diesen coolen Dingern. Ich schaue mich hier mal ein bisschen unter Wasser um. Vielleicht bin ich hier irgendwas. Hier sind nur mal so Container, aber da ist nichts drin, leider. Schade eigentlich. Also da ist Schrott und so was alles davor. Ich nehme an, das ist alles da rausgefallen, aber ja. Schade, dass da nichts drin ist. Hier ist was. Mondfisch. Kupfer kann man mitnehmen.
so eine mittelgroße Insel irgendwie. Haifresser. Boah. Ah, los, komm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So. Was mit den Containern? Ich weiß, was du meinst. So, weg mit den Dingern. Gib uns Punkte. Denn. Boom. Nicht wirklich viel Schrott rum. Ist so eine Boje sogar. So. Dann hole ich mal einen Bauplan für eine Feldflasche. Leere Feldflasche. Guck mal, wir haben Wasser durch die Gegend schleppen. Aua. Wie die Blöden. Ja, wieso habe ich jetzt hier falsch angenommen? Ich bin ein Boss. So, dann sammle ich noch einen Schrott hier ein. Ich habe auch noch ein bisschen Metallerz gefunden. Ja, gut. Nichts Neues hier unter Wasser. Warte mal. Oh, was ist das? Ach, das ist Metallerz, ich wollte schon sagen. Das sah so komisch aus vom Weiten. Her damit. Ja, mein Schrotthaken ist gleich hinüber. So. Ich hatte noch gerade, was ist das eigentlich? Also der, wie nennt man die Seeglocken oder irgendwie sowas? Bojen sind das. Ja. Das ist eine Boje. Wenn du diese kaputte Boje unter Wasser siehst, dann ist es eine Boje. Und da ist mein Haken hinüber. Na gut. Aber wie gesagt, ich muss zurück zum Floß. So, ich erstmal eine Suppe unter Wasser. Hier ist noch Metallerz. Ja. Jetzt, aber ich kann ihn nicht einsammeln, da ich keinen Haken habe. Nein, das ist nicht gut. Wo sag ich da? Keine Sorge, das finde ich wieder. Wo sag ich da? Hi. Ich sehe ihn gar nicht. Oh, ein Hai. Ich habe heute noch keinen Hai getötet. Ich habe in der gesamten Aufnahmesession noch nicht einen Hai getötet. Oh! Er ist tot! Und mit einem Schlag! Deswegen konntest du ihn nicht töten. Er hat sich schon selbst getötet. Ja. Ich konnte ihn nicht töten, weil er sich selbst getötet hat. Ah. Jetzt habe ich endlich... Ich habe das erfüllt... was meine Urväter schon immer machen wollten. Ah, ich bin schwer. Aber jetzt. Keine Ahnung, ob sie es wirklich gemacht haben. Ist mir ja auch egal. So, wir haben ziemlich krasses Zeug gemacht damals. Ja, wir haben richtig krasses Zeug gemacht. Hast du auch damals krasses Zeug gemacht? Ah, ja. Mein Gott, die Musik fängt wieder an. Bin ich wieder. So, stimmt, ich hab wieder diesen doofen Haikopf. Auf, kommt mit zu den anderen. So. Ich wünschte, es würde hier irgendwo einen Spiegel geben. Ja, gibt's bestimmt, kann man sich bestimmt herstellen, oder? Hm. Wir sind auf Schrottsuche. Vielleicht. Ja, Schrott habe ich 10 Stück gefunden. Aber das, was ich eigentlich machen wollte, ist ein Schrotthaken. Ich bin mit 22 hier gerade unterwegs. Schau noch mal eben nach meinem Oh! Ah, sieh an. Also, was haben die Bienen? Die Bienen produzieren wirklich Honigwaben. Ah, oh, sehr gut. Und das kann man sehen, wenn wie heißt es, wenn der Bienenstock voller Honig ist? Ja, aber muss man einfach nur looten? Ja, muss man einfach nur looten. Ja, gut. Cooler Scheiß. Was wollte ich jetzt? Schrotthaken. Ich wollte mir einen verdammten Schrotthaken machen. Ich komme in der ganzen Ladung Schrott gleich nach Hause. Keine Sorge. Ja, sehr gut.
Überall Container, aber nichts drin. Ja, das ist schlimm. Außer hier ist was. Nein, da ist nichts. Da ist was. Nein, irgendwie doch nicht, ne? So, hier ist auch so eine. Und schon habe ich einen neuen Schrott erhalten. Hier ist auch so eine Boje hoch. No, dann können wir ja mal wieder weg hier, ne? Warte, hier ist doch noch Metallerz. Da ist schon wieder ein Bär. Und ein Bär? Viel. Let's go! Der ist schon wieder an der genau gleichen Stelle. Ich helfe dir! Muss ich doch nicht alleine mit dir prügeln! Bisse. Nee, komm her, los. Du Stück! Er ist tot. Oh, da ist mein Speer gerade kaputt gegangen. So, gib mir einen Bärkopf bitte. Komm schon, den Bärenkopf. Nö. Du willst nicht. Nee. Wenn wir das nächste Mal einen Bär sehen, dann lass mich mal das ganze Zeug. Nee. Also ich habe hier einen bekommen. Ja, weiß nicht warum. Boah. Warte mal, erstmal. Ich habe hier irgendwo noch Metallerz gesehen. Hier ist auch noch. Was denn hier ist das Heil. Das ist Ton. Oh. Ton können wir auch gebrauchen. Und hier ist auch noch Schrott. So, boom. Noch mehr Ton. Hier sieht es mit dem. Oh, guck mal hier. Guck mal, die Bäume jetzt hier. Wenn einer aber keinen Samen hinterlässt, dann können wir ihn nicht noch mal anpflanzen, leider. Ja, irgendwann, wir haben irgendwann genügend. Ja. Ich schaue mich noch mal eben kurz um an die Stelle, wo ich das Metallerz gesehen habe. So, oh ja, genau. Hier noch ein bisschen Sand. Muss ich da noch hier reinpacken? Hey, sie haben gelernt, ihre Feldflasche. So, oh Gott, wir haben keinen Platz mehr für die. Aber noch ein bisschen Ton. Und ich glaube, ich habe den Ort. Ich habe den Ort vergessen, wo Metall erst ist. Ja, kann auch sein, dass ich da vielleicht eingesammelt habe. Nee. Das kann sein, wenn ich es zweimal war. Wollte nicht. Ja, wir haben jetzt schon. Ja, dann vielleicht. Ich brauche einen Metallspeer, Metallbahn und Bolzenboch. So. So, da haben wir wieder einen Metallspeer. So, oh ja, ich habe noch rohes Fleisch. Treib mal auf den Grill. Ja. Nimm. Okay. So, was brauchen wir denn für die Feldflasche? Oha. Kunststoff, Leder und Metallbarren. Kunststoff, Leder und Leder? Ja, Leder haben wir doch mehr als genug. Leder haben wir mehr als genug. Du hast auch noch was von den Bären bekommen. Ja. Wir haben genau 8 Metallbarren, das heißt, wir können uns beide eine erstellen. Sehr gut. 8 Kunststoff. Haben wir auch genug. Ich habe ja auch noch ein bisschen Metallerz und auch noch ein bisschen Sand gefunden und auch ein bisschen Ton. Und auch noch Kupfer habe ich mitgehen lassen. Boah, meine Maus, ne? Die schafft es nicht. Ich schaff's nicht hier direkt richtig zu greifen. Ist okay. Oh Gott sei Dank, Mann. Man muss die Feldflasche nicht erkunden. Nee, hast du jetzt eine gemacht? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah. 10 Ladungen? Ja, ja. Das mache ich jetzt auch mal.
So, warte mal, hab ich. Leder und Metallbahn, okay. Metallbahn sind gerade, werden noch gerade geschmelzt. Dann. Ja, warte. Ich nehme ja schon mal das Leder. Dann können wir die Flaschen, ja. Dann halt nutzen für die Tauchgänge. Ja. Wie viel Plastik brauchte man? 8? Ja. 6? Ja, 8 glaube ich. Gut. So. Ich brauche noch einen Metallbarren. For water only. Ja, die werden gerade geschmolzen. Geschmolzen, ja. So, kann man haben weiter. Ja. So. Ja. Ich habe so viele Planken, mein Gott. Na gut. Dann muss ich wieder gucken, wo unser Kurs ist. Ich habe irgendwo den Hai, wo ist er? Da ist er. Du Mann, kaputt. Finger weg. So. Oh, ich habe aber nicht mehr viele Pfeile. Also, so. Ja, ich habe mir schon Steinpfeile hergestellt, aber nicht so viel Metall haben. Ja. Aber ich habe noch zweimal Metallerz, keine Sorge. Ich glaube, wir sind da lang geschwommen, ne? Vorher. So, dann. Und Sand noch da rein. Welche war das? Nochmal. Die 856er. So, jetzt können wir die Feldflasche nutzen. Ich glaube, da wollten wir hin, ne? Die Richtung, ne? Ja. 859. So, schmeiß die Motoren an. Ja. Tiere haben ja kein Wasser. Ich habe kein Wasser mehr. Alter, das sind 10 Ladungen, ey. Naja. Ja, also wie gesagt, also. Ja. Damit sind unsere leeren Flaschen jetzt eigentlich nur noch dazu da, damit wir Taucherflaschen machen können. So, ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Direkt daneben ist noch mal eine Insel, eine blaue. Okay. Boah, wie schnell das jetzt geht. Ja. Wir gehen gerade super schnell auf das nächste blaue Ding los. Jo. Hoffentlich ist da auch was Cooles. Ah, Daniro, komm mal kurz. Ja, eine Sekunde. Ich muss meinen. Ja, komm mal bitte zum Bienenstock. Ich muss mir zeigen, wie der aussieht, wenn er fertig ist. Richtig. Da, siehst du, dass er voller Honig ist? Ja. Jetzt kannst du die Honig warm aufnehmen. Nimm sie einfach auf. Na, 3 Stück. Ja, geben uns immer 3 Stück. Gezeichnet. Sehr gut. Ich glaube, und unsere letzten Metallbahnen sind auch fertig. Ich sehe gerade, unsere neuen Bäume sind fertig. Ja. Die sehen cool aus. So. Oh Gott, um Gottes Willen, mein Spiel hat gerade so dermaßen. Ja, gemerkt. Ja, meins auch. Es musste gerade halt wirklich diese ganze Prozedur einfach eben laden. Okay. Aber wir bekommen keine Dings hier zurück, sehe ich gerade. Scheiße. Nein. Scheiße. Gut, dann müssen wir sparsam damit umgehen. Okay, wir haben keine mehr. Alle weg. Ja. Ein kurzes Erlebnis. Na gut, okay. Also dann müssen wir auf jeden Fall, dass wir sparsam damit sein müssen. Ob wir jetzt das oder das benutzen. Das ist nicht so, als bräuchten die für irgendwas anderes noch. Ich meine ja nur. Ne, wir kriegen die gar nicht zurück. Ne. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Planken ja durch zurückbekommen, aber schade. Was soll's. Was sollen wir denn sonst mit den Dingern machen?
Aber warte mal, kann ich ja jetzt auch. Ach ja, jetzt kommen wir ja 10 Ladungen ihr Salzwasser da auch reinpacken. Ausgezeichnet. Ja, hab ich ja schon getan. Aber da können wir ja die Dinger voll füllen, glaube ich. Mhm. In der halben davon. Ja, in einem Bruchteil von einer Sekunde. Das sind einfach wirklich 10 Ladungen. So, oh mein Gott, ist das riesig. Was? Wo wir gerade hin zusteuern, ist das eine blaue Insel? Was zur Hölle? Was ist das denn? Hast du gesehen, wie riesig das ist? Ja. Oh mein Gott. Ist das die blaue Damn. Insel? Ich glaube ja. Das ist eine neue Insel. Oh, ist das da hinten eine Brücke? Das sieht mir aus wie eine Brücke. Wow. Wie viele Minuten haben wir schon? Wir haben erst 35 Minuten. Oh, um Gottes Willen. Ja, wenn wir eine Zeit lang bleiben. Diese Insel kommen. Ja, ich guck gerade, wo wir irgendwie da an hochkommen irgendwo. Ja, genau. Such mal bitte eine Stelle, wo wir andocken können. Ja. Alter. Da sind auch die ganzen wir neuen leben. Bäume wieder. Ja. Übrigens der Hai hier vorne hat was weggeknabbert. Habe ich eben repariert. Nein. So, ich habe ja. Ich bin schon dabei, das zu reparieren. Wir müssen nicht da durch das Ding da durch, weil da passt unser Fluss nie im Leben durch. Nie im Leben. Fahr nicht durch die Schlucht. Ja. Alter. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir da anlegen müssen, ne? Ich glaube, wir sind genau auf der falschen Seite. Ne? Wir müssen erstmal hier um das ganze Ding rum. Behalte die Insel im Auge, damit wir ihn nicht verlieren. Ja. Die kann man sehr einfach verlieren wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Oh, endlich mal wieder cooles neues Zeugs hier. Ja. Boah, ich bin gerade so gehypt, ey. Ich glaube, das wäre wenn eine der besseren Folgen. Ja, ja. So. Ich nehme ja auch noch mal hier ein bisschen Kunststoff, damit ich hier die ganzen Sachen hier reparieren kann. Mhm. Alter. So. Ich habe noch keinen Geier oder irgendwie sowas gesehen, aber da gibt es wahrscheinlich auch. Ich glaube auch nicht, dass die Screecher hier vertreten sind. Gibt es wahrscheinlich auch wieder Bären. Ja. Dann prügeln wir uns eben mit Bären. Habe ich kein Problem mit. Ja. Oder hast du damit ein Problem? Na, die sind eigentlich voll chillig. Ja klar, die machen auch nicht sonderlich viel Damage. So. Wow, wow, wow. Ja, ich. Hey, hey, hey. Alter! Ah, scheiße! Mein Gott. Ich dachte, ich wäre vom Floß gefallen. Kannst du mal kurz anhalten? Verstehst du? Ja. Da sind nämlich ganz viele Kisten. So. Ja, ja. Plank, plank, planke. Plank, 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 planke. Plank, planke, 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 planke. Hab ja nochmal noch mehr als genug. Aua. Okay. Hey, kannst weiterfahren. Okay. Shit, ich muss was essen, sonst verhungere ich noch. So, kann man irgendwo ja. Bitte an. Da oben ist noch was. Siehst du das? Ja. Oh, so ein Turm wieder. So ja. Das soll unser Ziel sein. Hm. Wenn wir da landen würden. Boah. Zur Not haben wir hier nur die Brücke. Da können wir irgendwie da hoch. Ich glaube, da sieht irgendwie gut aus. Auf der rechten Seite. Da sieht's gut aus. Alter, das ist eine Rieseninsel. Zur Not müssen wir von unserem Turm irgendwie da drauf springen. Versuchen.
Mein Glauben, bist du dir sicher, dass das funktioniert? Nein, ja, nicht. Wir können ja irgendwie so eine Planke können wir ja auch irgendwie so bauen. Dann können wir irgendwie darüber springen. Ich weiß nicht. Das sieht mir ziemlich gefährlich aus. Ach, warte. Ich kletter mal hier hoch. Ich will nicht an das Fiasko erinnern, das wir in Superstar-Saga hatten. Nee, ist ein bisschen zu hoch. Ist das ein bisschen... Sag ich doch. Aber vielleicht könnten wir ja von unserem Turm aus zumindest diese Plattform hier erreichen. Möglich ist es. Ich denke mal, dass es möglich ist. Lass mich mal ganz kurz gucken. Knapp. Ich glaube, das ist sogar irgendwie so gedacht, dass man so dahin muss. Aber wie macht man das? Müssen wir doch mal hier rum. Mein Gott. Ja. Du bist sehr nah an den Felsen. Ja, Schiff hinter den Felsen, ne? Ja. Wenn nicht, dann müssen wir irgendwie so eine Planke darüber bauen, um dahin zu kommen. Genug Planken haben wir. Ja, die Planken haben wir. Man kann ja irgendwie so eine. Boah. Weißt du was? Hier. Wir gehen jetzt einfach nochmal zurück und dann baue ich uns irgendwie so deinen Weg dahin, wenn es sein muss. Okay. Ja. Ja, sonst ist das ein bisschen zu nervig. Klettern wir eben da hoch. Okay. Dann machen wir auch noch eine Klettertortur. Oh Gott. Oh. Nicht festhängen jetzt. Alter. Jetzt stell dich doch nicht so an, mein Gott. Okay, aber ich denke mal, bevor wir wirklich diese Rieseninsel hier betreten, es scheint ja hier die Insel der Giganten zu sein. Ja. Müssen wir uns vorbereiten. Wir machen noch keinen Schnitt, wir haben erst 42 Minuten. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir einen Schnitt machen sollen. Aber du weißt, wie ich das mit vorbereiten meinte. Also unsere Sachen koordinieren. Ja, sowieso. Ich mache mir auch erstmal neue Pfeile. So, wir müssen ein bisschen nah dran. Dieses Mal. Noch ein Stück. Kannst du mal am Anker bereit stehen? Ja. Sag mir, wann ich loslassen soll. Ja, mach mal jetzt. Okay. So, jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir da hochkommen. Motoren abstellen. Ja, stemmen, genau. Stemmen wir die Motoren ab. So. Alles abgestellt? Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hochkommen. Ja, wie kommen wir auf diese Rieseninsel drauf? So. Das ist sowas von machbar. So. Einmal hier. Das sieht sehr dämlich aus, aber. Aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Ja. Kümmer du dich mal darum, ich muss mein Inventar leeren. Ich muss noch ein paar Planken haben, aber davon haben wir ja mehr als genug. Ja, ich hab auch noch genügend Planken in die Kiste gelegt. Gut. Und zwar alle, die ich noch hatte. So. Ich mach hier auch noch mal eben alles leer. Ja, und leg da auch noch die Planken da dazu auch noch in die Kiste, während ich den Rest in die jeweilige Kiste tue. Okay. Funktioniert's?
Oh mein Gott, es wäre der Hammer, wenn das funktioniert. Oh Gott. Ich nehme. Ich bin drauf. What? Warte, auch. Ich habe eine Brücke, die gegen den Himmel geht, gebaut. Abgefahren. Na, ich komme mal nochmal zurück. Warte. Kann ich das hier überleben, wenn ich hier ins Wasser springe? Ja, ne? Ich habe keinen Plan. Oh Gott, ja. Damn! Okay. Du hast wirklich eine Brücke in den Himmel gebaut. Boah, Alter, wie das am Schwanken ist. Boah. Wo bist du gerade? Bist du auf dem Floß? Ich bin wieder auf dem Floß, ja. Ich tu mal kurz mein Inventar und so lernen. Yo. So. So, lass ich mal kurz hier alles futtern. Ja. Ja, ich muss auch eben kurz was leeren. Nein, doch nicht die Fische. Ich bin doch bescheuert, ey. Also mal die Kartoffeln hier. Ja, ich tue noch ein paar Fische auf den Grill. So, na, noch mal kurz meine Sachen leeren. Eieiei, vielleicht noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Also ich habe Wasser, habe ich genug. Ich werde nur eine Heilsalbe mitnehmen. Ne, mit dem Honig, den ich habe. Ich habe Ananas, Kokosnüsse, ich habe so viele Sachen hier mit. Ich brauche auch noch Ton dafür. Ups, das habe ich ja vergessen. Warte. Oh, hast du die Kisten nach Ananas und Rüben sortiert? Ja. Sehr gut. So, ich habe jetzt zweimal Heilsalbe. Soll ich dir auch einmal Heilsalbe geben? Kannst du machen, wo ich die sowieso nicht benutze. Wenn ich in Gefahr gehe, springe ich einfach ins Wasser. Ja, und dann kommt ein Hai und tötet dich. So. Also warte mal hier, ich tue dir mal die Heilsalbe in die Essenskiste, in die große Essenskiste rein einmal. Bitte schön. Ja, danke. Was ich machen wollte, ich wollte mir Pfeile machen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt sowieso erstmal schlafen gehen. Aber warte mal. Ist auch nicht dunkel, oder? Doch. Gerade eben. Ich brauche Planken und ich brauche Kunststoff. So, ich nehme ein paar Steine noch mit. Ich nehme erstmal. Ja, warte mal. Da habe ich jemanden die Steine. Ja. Haben wir noch Schaufeln und irgendwie sowas? Ja. Können wir mitnehmen. Wir haben jetzt auch nur noch einmal Kunststoff. Okay. Also ich bin bereit, nachdem wir schlafen gegangen sind. Ja, Moment. 12 Minuten haben wir noch, um ein bisschen zu erkunden da drin. Ja, warte, ich muss eben noch etwas mehr Item Management machen. Ich muss die Flasche auch noch wegwerfen. Ja gut, ich tue die Flasche hier rein. Tu die da rein, irgendwo nicht wegwerfen. Ja, du weißt, wie ich es gemeint habe. Essen habe ich genug, zu essen habe ich auch. Ich nehme noch eine Suppe mit. Na, das ist eine gute Idee. Dann mache ich auch gleich schlafen gehen. So. So. Dann eben auffüllen. Also, füllen an Wasser und dann essen. Was für Wunder und Geheimnisse werden wir da entdecken? Ja. Und wir finden es heraus. Und zwar genau jetzt. So, mein Bogen ist noch in Ordnung. Mein Dings ist auch in Ordnung. Ich sehe auch keine Gegner oder irgendwie sowas. Nee. Bist du jetzt schon auf der Rieseninsel? Noch nicht. Wow. Out. Lass die Erkundung beginnen. Oh. Let's go! Nein, sehe ich schon Bienen. Bienen! Pinienbäume.
glaube, wir sollten erstmal zu diesem Turm dahin gehen, den wir gesehen haben. Das sollten wir tun. Jetzt oben links. Wer wird bestimmt alles überwacht? Warte, da ist ein Bär. Warte, wo? Da links. Warte. Dann nehmen das Honig ein. Da läuft ein Bär rum. Da bist du. Tun die Bienen eigentlich einen Veto? Da ist ein Bär. In den Hintern. So, jetzt ich loote den jetzt mal sehen, ob ich den Bären kriege. Ne, ich habe keinen. Oh, ich hab tatsächlich keinen Bärenkopf bekommen. Nein. Dann werde ich nie einen bekommen. Du wirst einen bekommen. Yay! Mehr Bienchen! So, ich gehe mal. Warte, komm, wir sollten sie nicht trennen. Wir sollten wirklich zusammenbleiben. Hier sind ein paar Schilder. Relay Station 2, Relay Station 4, 6, Ranger Station. Mein Gott, was? Ranger Station? Bist denn du jetzt gerade? Bist du jetzt links hochgelaufen, oder? Ich bin nach rechts, ich habe dich doch gerade gesehen. Wo bist du? Warte. Ja. Da! Okay. Ich bin so Schilder. Oh. Oh, okay. Ich glaube, wir gehen erstmal zur Ranger Station vielleicht. Ja. Vielleicht finden wir da einen Ranger, der uns hilft. Ja. Ja. Wahrscheinlich den einzig wahren Ranger. Den Power Ranger, ja. Na, ich rede nicht von dem Power Ranger. Da ist ein Bär. Okay, komm, den holen wir uns. Hey, yo, was geht? Dich. Ding, ding, ding. 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 Da ist er weg. Er ist tot. Ich sammle den Loot ein. Mal sehen, ob ich irgendwie einen Bärenkopf kriege. Ich hoffe, ich kriege einen Bärenkopf. Und? Kein Bärenkopf, schade. Boah. Den seltenen Drop hier bekommen, oder was? Wahrscheinlich. Boah. Hier, wenn man ein bisschen Zeit braucht, um alles zu erkunden, habe ich so Gefühl. Ich glaube auch. Ich glaube, hier werden wir noch ein bisschen sitzen. Naja. Was gut ist. So, warte mal hier. Oh Gott. Was ist das hier? Was ist das? Was zum? Das sieht mir sehr gefährlich aus. Kann man da oben lang? Das ist gefährlich. Das sollten wir nicht anfassen. Ja, ich gehe da oben lang. Das ist radioaktiver Müll, der hier ist. Das sieht aus, als müsste man da irgendwie Plattform machen. Ja. Aber ja, warum? Ich glaube, wir müssten hier ein bisschen Plattforming betreiben. Oh Gott, man kann ja nicht rüberspringen. Nein. Natürlich nicht. Wir müssen da unten müssen wir Plattforming machen. Na gut, dann versuchen wir mal. Bist du bescheuert? Oh Gott. Das Ding. Was ist? Die gehen unter, die Dinger. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin drüber. Nein, die Dinger sind weg. Okay. Wir haben es geschafft. Ich habe nicht gedacht, dass die untergehen, die Dinger. Wer hätte damit rechnen können? Wie gut, dass ich Heilsalbe mitgenommen habe. Guck mal, da ist ein Häuschen. Das ist die Ranger-Station. Hallo? You lived here, was your zum... house is gone. Benötigt Glühbirne. Was? Benötigt eine Glühbirne? So. Sieh dir das an. Hey, da, sieh dir das an. Das nehme ich mit. Was hat? Biokraftstoff-Raffinerie. Biokraftstoff. Natürlich der Honig. Oh. Schraubenschlüssel. Sieh dir das an. Wir wollen einen Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel. Hier brauchen wir Hinweis. Ein Sägeblatt. Neue Notiz hinzugefügt. Einmal okay. Also hier scheint jemand gelebt zu haben. Program. Cabera. Ich weiß nicht, was dein das hier. Ich nehme an, da ist die Balboa Island. Balboa Island. Wo wir gerade drauf sind, weiß nicht.
Ich hätte gelebt zu haben. Wow. Ziemlich okay. Schräg. Okay, dann müssen wir hier noch ein bisschen erkunden, nehme ich an. Nichts im Kühlschrank. Willst du auch? Wir brauchen eine Glühbirne und einen Schraubenschlüssel. Und, ja, und wir brauchen ganz viele Werkzeuge tatsächlich. Da ist noch ein Turm, lass mal da eingehen. Wo bist du? Ich bin wieder draußen. Na, ich auch. Aber wo ist der Turm? Ich sehe den nicht. Ich sehe den. Ach, da. So. Ach, da. Das ist die Relay Station 2, glaube ich. Hm. Gut, ja. Gehen wir hoch. Oh, da ist. Schlimmer als Säure kann das ja wohl nicht sein. Ne, ich glaube auch nicht. Wer hätte mehr mit der Sache rechnen können, dass wir jetzt hier auf radioaktiven Müll treffen? Ja, ja. Können wir den auch mitnehmen? Und dann noch diesen... So. Oh, ja. Nee. Ah, scheiße, ich fall die ganze Zeit runter. Aber wieder Kunststoff überall. Oh, sehr gut. Lass mir auch was übrig. Warte mal hier. Mein Gott, was hat hier der Internet? Internetraum, Serverraum. Und dann mal hier. Ich bin noch nicht mal ansatzweise oben. Und du hast dich schon den Spaß deines Lebens. Oh, ja, ich warte noch ein bisschen. Ich hab den Serverraum gefunden. Du hast den Computer Room gefunden. Oh fuck, der Computer Room. Oh, ich habe einen Hinweis wieder eingesammelt. Okay, ja. Vor 3 Monaten haben meine Schwester Astrid und ich Ranger Station auf Balboa übernommen. Wir haben uns um Bärenpopulation gekümmert. Oh Gott. Fangen sollte Dinge aufzuschreien, nachdem ich über der einsame Bruno. Oh. Also man kann halt hier so, damit die anderen Spieler halt sehen, nehme ich an. Ja. Okay. Hier scheint nichts weiter zu sein. Ja, aber da ging es glaube ich noch. Doch, hier ist was. Wo? Oh Gott. Hä? Um Gottes Willen, was hast du gemacht? Ich habe das aktiviert. Da, einer von 3 Relaisstationen aktiv. Oh. Okay. Oh! Na, wir sind ja mehrere gewesen. Ja. Irgendwie ging es noch hier gerade nach oben. Ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Oh ja. Oh, da kann man gar nicht hoch. Ich dachte, da kann man auch hoch. Oder doch? Oh mein Gott, ich komme hier hoch. Ne. Yes. Oh, hier. Warte mal hier oben. Oh. Hier oben ist leider nichts. Wah. Eine Antenne. Oh, hier ist eine Kiste. Scharnier. Kiste? Planke und Scharnier. Also nicht viel drin gewesen. Na gut, okay. Nicht das Allerbeste, aber hey. Ich nehme an, dann machen wir hier einen Schnitt, würde ich sagen. Ja. Jetzt haben wir so eine Stunde ungefähr. Da kommst du ja gar nicht hoch. Okay, cool. Boah, nice, ey. Ich freue mich jetzt gerade richtig auf diese Insel. Ja. Guck mal, wie groß hier noch ist, ey. Ja. Und wir sind ja erst bei Station 2. Ja. Ich auch. Mit seinem Bärenkopf. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter diese Rieseninsel hier erkunden. Ja. Diese Rieseninsel, die ist riesig. Ich glaube, wir machen noch mehr. Ja. Gut. Dann. Also dann. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.